Hallöchen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe heute schon was vorbereitet und zwar machen wir heute wieder eine Was-geht- und Was-kommt-Legung. Hier ist der Stapel für Was-geht. Hier habe ich schon einiges vorbereitet und hier Was-kommt. Hinterher machen wir natürlich noch die Sternzeichen und die Zeitkarten und unseren Zauberbeutel. Genau, und ich habe hier auch das Crystal Visions Tarot noch am Start, damit wir tatsächlich auch hin und wieder etwas klären können, wenn es notwendig wird, ja. Ja, ihr Lieben, ich würde jetzt auch gleich anfangen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für all eure Wertschätzung in meine Richtung bedanken. Vielen, vielen lieben Dank auch für alle eure Likes, Abos, Kommentare, die ihr da lasst. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ja, ich hoffe, ich kann jetzt hiermit was zurückgeben, ihr Lieben. Und leg jetzt auch los. Ihr denkt bitte daran, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und falls du da einer anderen Constellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist zeitlos. Bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. So, dann schauen wir mal rein, mit was geht. Das Hauptthema für was geht ist hier mit dem Page, den packen wir erstmal an die Seite. Page der Stäbe ist das Hauptthema. Also ich habe hier tatsächlich das Gefühl, in einer Situation könnte es sein, dass jemand ziemlich unreif ist. Ja? Du hast es hier mit einer unreifen Person zu tun oder eine Situation, die sehr viel von dir abverlangt. Ich bekomme hier wirklich so ein bisschen diese Aktivität da rein, ja, die du da reingibst, das Feuer, die Leidenschaft, die du mitnimmst in dieses Thema. Aber irgendwas, das kriege ich hier so durchgegeben, könnte hier wirklich sehr, sehr schwierig für dich sein, ja. Weil wir auch die dicken Wolken hier im Hintergrund haben, habe ich das Gefühl, du kannst nicht ganz genau klar sehen, ja. Hier, das ist zum Beispiel jetzt auch so, dass das jetzt wirklich rausgehen wird, ja. Es geht hier darum, etwas darf hier auch erwachsen werden, reifen, ja, also hier ist irgendwie so auch ein Reifeprozess zu Ende quasi. Wir schauen mal ein bisschen weiter, ich möchte ganz gerne noch mal gucken, was die Karten hier noch sagen. Wir haben das Kreuz und den Bären, ja, es kann sich um eine schicksalshafte Verbindung handeln mit jemandem, ja. Tatsächlich scheint es hier eine ältere Person zu sein, aber tatsächlich doch sehr unreif. Oder es ist auch etwas Behördliches, je nachdem, worauf du schaust. Du kannst es auf jede Situation für dich belegen, sofern du verspürst, dass da eine Resonanz ist. Ja? Weil ich weiß, dass die meisten auf die Liebe schauen, deute ich es hauptsächlich auch in der Liebe. Aber wie gesagt, du kannst es hier auch auf zwischenmenschliche Themen oder auch aufs berufliche, behördliche legen. Ja? Es ist auf jeden Fall eine Situation, wo du sehr, sehr viel reingegeben hast, wo du viele Ängste auch ausgestanden hast, viele Tränen höchstwahrscheinlich vergossen hast. Ja, hier sind immer wieder Belastungen mit dieser Person, die ich hier wahrnehme, die jetzt wirklich an der Zeit sind, einfach rauszugehen. Hier geht es darum, dass man auch wieder Stabilität unter seinen eigenen Füßen bekommt, dass man für sich selber auch einsteht, dass man anfängt, auch Grenzen dieser Person zu setzen, ja. Und entweder hast du das jetzt schon getan oder du wirst es jetzt demnächst tun, weil das ist ja auf der Position, was hier rausgeht, ja. Auch habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch, mit dem du es zu tun haben könntest, könnte auch eine sehr autoritäre Person sein, ja, jemand, der was zu sagen hat, vielleicht auch eine selbstständige Person. Allerdings ist es auch jemand, das kriege ich so rein, der sehr neugierig ist, sehr viel unterwegs ist. Jemand, der wie gesagt vom Geist her noch sehr unreif ist, auch wenn er älter ist, ja. Kann auch ein Ex-Partner hier sein, für den einen oder anderen. Für einige kriege ich auch rein, es kann sich hier um ein Mutterthema handeln, entweder bei deinem Gegenüber oder auch bei dir selber, ja. Wir haben hier quasi auch das Mutterthema mit angezeigt, auch eine ganz, ganz alte Aufgabe, die du jetzt dabei bist, gerade abzuschließen, ja, also das habe ich hier auch. Schauen wir mal weiter. Ja, was habe ich gesagt? Hier sind die Kummer und Widerwärtigkeiten und ihr Lieben, ich kenne die Karten wirklich nicht. Ich lege die ganz, ich lege sie aus und ich weiß nicht, was hier unter ist. Ich lasse mich dann überraschen, ne? Ich habe hier die Kummer, also Kummer und Widerwärtigkeiten und einen Todesfall. Es heißt also hier für mich auch so, dass etwas, was hier
wirklich blockiert war, was hier vielleicht sich auch überhaupt nicht mehr weiter bewegt hat, wo du keine Klarsicht hast, wirst du eine Klarsicht bekommen. Das heißt auch hier tatsächlich, dass diese Kummer und diese Widerwärtigkeiten rausgehen. Es kann auch sein, dass du dir sehr, sehr viele Sorgen über die Mobilität eines Familienangehörigen gemacht hast. Ja, das kriege ich hier auch rein. Für viele kann es eine Großmutter sein oder eine Mutter, eine Oma. Da gab es vielleicht auch Kummer und Widerwärtigkeiten, ja, und man hat hier vielleicht auch das Schlimmste vermutet. Ich muss aber sagen, hier geht etwas wirklich raus, ne? Also hier geht etwas zu Ende. Auch eine Stagnation, eine Auszeit, eine Pause geht hier zu Ende. Kann auch sein, dass du tatsächlich immer wieder gehofft hast, dass es hier einen Neubeginn mit einer Person gibt, ja, und diese Person kriegt es aber nicht gebacken, hier wirklich in die Reife zu kommen, ja. Und das kann hier für einige auch sein, dass du jetzt wirklich von dieser Person, also dass du den Rücken dieser Person zukehrst, ja, weil einfach es immer wieder für Kummer und Widerwärtigkeiten in deinem Leben gesorgt hat. Es kann ja auch was mit was Behördlichen zu tun haben. Es kann sein, dass du Nachrichten bekommen hast, die hier einfach wirklich nicht für dich waren, ja, wo du wirklich gedacht hast, wie ungerecht ist das Leben, ja. Auch sowas kann das hier sein. Und hier hat aber das Schicksal was Besseres mit dir vor und es gab hier auch etwas zu lernen für dich, ja. Und das gehört auch zu deinem Reifeprozess. Auch das bekomme ich hier durchgegeben. Schauen wir weiter. Ich habe das juwelenbesetzte Netz, die Verbundenheit. Die Zahl 32 könnte für dich wichtig sein. Könnt ihr es noch sehen? Ja, gut. Die Zahl 32 könnte für dich wichtig sein oder auch 23. Vielleicht ist sie in deinem Geburtsdatum mit drin, ja. Ich habe hier wirklich so ein bisschen das Gefühl, du hast hier eine ganz, ganz starke Verbundenheit zu jemandem gespürt. Ja, du hast vielleicht auch an einen Seelenpartner geglaubt oder du hast gedacht, hier irgendwie diese Seelenpartnerschaft wird jetzt irgendwie weitergehen, dieser Mensch wird erwachsen werden. Dieser Prozess zieht sich und zieht sich und zieht sich aber und sorgt immer wieder für Kummer und Widerwärtigkeiten, weil er hier wahrscheinlich immer wieder in diesen Rückzug marschiert oder weil er Versprechen nicht einhält, ja. Page der Stäbe, das ist eine sehr unbeständige Energie. Das heißt, dieser Mensch weiß gar nicht, was er wirklich will. Für die einen kann es jetzt sein, dass dieser Mensch das jetzt gerafft hat, dass er quasi wirklich jetzt auch gereift ist. Und für die andere Gruppe kann es hier wirklich sein, dass du selber sagst, für mich ist diese Verbundenheit nicht mehr zu spüren. Ich spüre diese Verbundenheit nicht mehr. Auch kann es sein, dass er das spürt, ja, und somit tatsächlich in die Aktivität kommt, weil er diese Verbundenheit, die er vorher hatte mit dir, nicht mehr spürt. Auch das wäre hier möglich, ne? Ich erinnere daran, wir sind hier im allgemeinen Reading, ihr Lieben. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass irgendwie schon immer wieder auch die Wertschätzung von diesem Menschen gefehlt hat. Ja, also mir kommt hier wirklich rein, die Wertschätzung hat gefehlt. Man war vielleicht auch sehr, sehr undankbar. Ja, du hast dir hier häufig den Arsch aufgerissen und man hat es dir gedankt, indem man dich hat widerstehen lassen. Ja, auch sowas kriege ich hier tatsächlich rein. Und damit ist jetzt endgültig Schluss. Ja, auch weil du hier wirklich, du fängst jetzt an, Grenzen zu setzen. Du fängst an, hier für dich einzustehen. Das bekomme ich jetzt rein. Ja, hier haben wir den Habicht. Ja, das ist deine Lebensenergie, die hier abgezogen wurde. Ja, entweder von einer Situation, die sehr unbeständig war, die dir viel Energie abgefordert hat, die immer wieder Kummer und Widerwärtigkeiten in dein Leben gebracht hat. Ja, und oder es ist eben ein Mensch. Und hier ist es so, betrachte die Situation aus einer übergeordneten Sicht. Viele Möglichkeiten eröffnen sich dir. Zögere nicht, handle. Und ich glaube, du hast gehandelt in der Vergangenheit und vielleicht ist es so, dass du auch diese Handlung teilweise bereust. Ja, vielleicht hast du auch deswegen starken Kummer, weil du denkst, du hast hier irgendwas verkehrt gemacht. Ja, aber ich kann dir sagen, du hast hier nichts verkehrt gemacht. Es geht hier auch um das Thema wirklich deinen eigenen Wertes, ja, und auch eine Situation, die dich hier immer wieder in deiner Lebensenergie beraubt hat, ja, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, du kommst jetzt wieder auch mehr ins Handeln, du kommst wieder mehr raus, ja, weil du hast dich vielleicht eingeigelt, du hast vielleicht dich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu machen, weil du Angst hattest, etwas falsch zu machen, das geht raus, ja.
Du wirst auch einen Menschen mit anderen Augen sehen. Das andere habe ich hier auch noch. Es könnte sein, dass dich jemand mit Habichtaugen wirklich beobachtet. Ja, aus der Ferne. Man beobachtet dich, man weiß aber nicht, was bei dir abgeht. Das heißt, es kann sein, dass zwischen dir und diesen Menschen auch überhaupt kein Kontakt mehr besteht. Und das schon sehr lange. Ja, also das habe ich hier auch. Das kann bis zu 2-3 Jahre sein, wo ihr gar keinen Kontakt mehr habt. Ja. Okay. Schauen wir weiter. Ja, wir haben hier noch die Zahl 2, auch wieder die Zahl 2 mit drin und das erhellende Licht. Ja, ich habe das Gefühl, für dich war wirklich eine Dunkelheit angesagt, eine dunkle Zeit, eine Zeit, die einfach dir viel, viel abverlangt hat. Ja, an Energie, an Tränen, an schlaflosen Nächten. Vielleicht hast du wirklich auch, also für einige, das kommt hier wirklich durch, kann es wirklich sein, dass du manchmal gedacht hast, lohnt sich dieses Leben noch? Ja, also auch so eine Energie bekomme ich hier rein. Es war sehr, sehr dunkel, ja, und quasi dieses hellende Licht, das war nicht mehr da, aber es geht jetzt zu Ende. Das heißt, ich habe hier auch für dich so ein bisschen, du hast vielleicht in einer Situation oder in dieser Situation, wo du warst, hattest du auch eine sehr, sehr glückliche Phase. Ja, es war etwas, wo du aufgeblüht bist, wo du aufgegangen drin bist und dann kam so der tiefe Fall. Ja, und du sollst jetzt wirklich wissen, dass das hier zu deinem Weg dazugehört, dass du hier aber auch sicheren Boden unter deinen Füßen hast, ja, und da kannst du auch wirklich, du kannst dich mit beiden Beinen auf dem Boden positionieren und meditieren. Auch da gibt es spezielle Meditationen, SOS-Meditationen, ja, die dir da auch helfen können, kurz mal wieder durchzuatmen, ja, weil ich sehe hier schon auch einen immensen Energieverlust durch diese Situation, die hier bei dir jetzt zu Ende gehen wird, ja. Also das wird rausgehen. Du wirst wieder mehr Energie haben, du wirst wieder mehr Leichtigkeit verspüren. Das haben auch schon die anderen Orakel, die ich jetzt gedreht hatte, ja gesagt. Das Vollmond-Orakel hat das auch gesagt. Und die Portaltage haben eben auch nochmal ihren Teil dazu getan, ja. Und sowas sehen wir hier. Grundsätzlich ist es auch so, dass du hier vielleicht jemanden auf einem Podest gestellt hast. Du hast jemanden vielleicht auch mit besseren Augen gesehen. Auch das wird dir klar werden, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht hast du auch gedacht, diese Person weiß sehr viel. Du hast sie wie eine autoritäre Person behandelt. Und im Endeffekt ist diese Person aber sehr, sehr unreif. Du bist viel, viel weiser als diese Person. Ja, das habe ich hier auch noch für den einen oder anderen. Schauen wir weiter. Wir haben hier, lass dir von Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Also ich glaube, dass du tatsächlich in der Vergangenheit überhaupt keine Unterstützung angenommen hast in deiner Situation. Du hast hier versucht, das alles alleine mit dir fertig zu werden, das sozusagen quasi gebacken zu bekommen, ja, und auch auszumachen mit dir selber, mit deinen inneren Gefühlen. Du hast versucht, das zu verstehen, glaube ich auch, weil mir kommt hier auch so ein bisschen dieses, du willst gerne etwas verstehen und du verstehst es aber nicht wirklich, ja. Und vielleicht haben dir auch schon mehrere Menschen hier Tipps gegeben, ja. Das heißt nicht immer, dass diese Tipps Gold wert sind, sondern hier kann es auch wirklich sein, dass du einfach diese Tipps aber auch stumpf wegignoriert hast, dass du sie wirklich gar nicht annehmen wolltest. Ja, du wolltest es vielleicht auch alleine schaffen, weil du gedacht hast, okay, ich beweise mir das, ich schaffe das. Ne? Aber hier ist es auch wichtig, dass du wirklich auch die Unterstützung annehmen darfst. Ja, und es kann auch sein, und da habe ich jetzt eine ganz, ganz kleine Reisegruppe mit drin. Es kann sein, dass andere Menschen dich nicht unterstützt haben, ja, dass du wirklich alleine da standest und deswegen auch dieses, lohnt sich dieses Leben überhaupt noch. Also hier ist eine ganz schwere Energie drin, ihr Lieben. Und für die, die wirklich hier Menschen um sich herum haben, die dich in dieser Situation nicht unterstützt haben, ja, und die hier quasi für dich nicht da waren, diese Menschen kannst du aussortieren. Ja, das sind keine Freunde, das sind keine wahren Freunde, das sind, wenn es überhaupt, gute Bekannte oder eher noch nicht mal gute Bekannte. Ja, aber es ist etwas von
Also hier spielt auch Loyalität eine Rolle, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe das hier für eine ganz, ganz kleine Gruppe, aber da habe ich auch dieses, lohnt sich dieses Leben überhaupt noch, weil ich werde gar nicht fertig damit. Und es kommt immer noch ein Päckchen oben drauf, ja. Also gefühlt ist hier irgendwie vieles zusammengekracht, ja, in deiner Welt in der letzten Zeit. Und ich kann dir sagen, das wird jetzt aber zu Ende gehen. Und es kann auch sein, dass du neue Menschen kennenlernst, neue Freunde kennenlernst, ja, und die dich unterstützen, die dich genauso annehmen, wie du bist, ja. Also das habe ich hier auch drin für den einen oder anderen. Ja, du hast Führungsverantwortung, Johanna von Orleans. Also vielleicht kannst du was mit dem Namen Johanna anfangen oder auch dein Name beginnt mit J. Könnte für dich auch wichtig sein. Wir haben hier diese Führungsverantwortung. Ne? Das ist dieses, du hast vielleicht auch eine Führungsposition im Job. Du bist hier gefordert von allen Ebenen. Ja, vielleicht bist du auch als Elternteil gefordert. Ja, hast immer wieder Kummer und Widerwärtigkeiten, weil irgendwie du es vielleicht auch mit deinem Kind zu tun hast und versuchst ihn in die richtige Richtung zu lenken, nimmt aber das nicht an. Ja, auch so eine Thematik sehe ich hier. Auch in der Liebe hast du versucht, wirklich die Führungsverantwortung zu übernehmen. Du hast hier versucht, dein Gegenüber auch in die richtige Richtung zu lenken, ja. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass du nur für dich selber verantwortlich bist und nicht für ein Gegenüber oder für natürlich für Kinder auch gewissermaßen. Da hat man die Führungsverantwortung, ne? Aber ich meine das jetzt ganz speziell für ein männliches Gegenüber, was erwachsen ist, ja. Und diesen Menschen kannst du nicht zwingen, etwas zu erkennen, ja. Und hier nehme ich wahr, dass es einige versucht haben und da hört man jetzt auch mit auf. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du dich jobtechnisch tatsächlich veränderst, weil dir diese Führungsposition einfach viel zu viel geworden ist. Ja, hier hat man auf dir rumgehackt, ja, und du bist vielleicht auch gar nicht der Mensch, der unbedingt, ja, ich sag's mal so, als Führungsperson hast du schon oder musst du schon sehr durchsetzungsstark sein? Ja, vielleicht ist dir das schwer gefallen. Ja, und du sagst jetzt auch, okay, nee, das war jetzt irgendwie nicht so der richtige Weg. Oder in dem Beruf hast du dich einfach gar nicht wohlgefühlt. Ja, hat immer wieder für Kummer und Widerwärtigkeiten gesorgt. Und jetzt kommst du dahin, wo deine Berufung liegt. Ja, weil du bist hier schon auf dem Weg. Du schaust schon direkt dahin. So ganz sehen kannst du das nicht. Ja, aber ich kann dir sagen, und ich habe das so Gefühl, das werden wir hier gleich sehen in dem anderen Stapel, dass du hier auf dem Weg der Berufung bist und dass hier auch was reinkommt, wo du auch eine Position hast, wo du wirklich angenommen wirst und wo du nicht diese Kummer und Widerwärtigkeiten hast. Ja, so, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir die Zirbe. Ich gehe entspannt mit den Herausforderungen des Lebens um. Ja, also vielleicht hast du wirklich versucht, immer wieder ja, quasi entspannt mit den Herausforderungen, die dir da begegnet sind, umzugehen. Auch das kann ich dir sagen, diese Herausforderungen werden jetzt aufhören. Du wirst merken, dass es jetzt leichter ist, dass du auch wieder mehr Zeit für dich haben wirst in der nächsten Zeit, mehr Energie für dich haben wirst, auch deine Optik wird sich verbessern. Ich habe hier für viele tatsächlich, dass du mit der Atmung Probleme haben könntest oder tatsächlich auch mit dem Hautbild, ja. Vielleicht hast du überall Pusteln und du wunderst dich, weil du eigentlich sonst ein ganz klares Hautbild hast und jetzt ist das irgendwie so verpickelt, verpustelt, ja. Und das kann hier auch mit Herausforderungen zu tun haben. Tatsächlich kann dich auch Zirbeldrüsenmusik unterstützen, ja. Also da kannst du auch mitarbeiten mit Heiltönen, Heilfrequenzen, ja. Und auch die werden dich hier wieder auch auf den richtigen Weg leiten, ja. Beziehungsweise kann das jetzt in diesem Prozess einfach unterstützend wirken. Ansonsten weißt du jetzt einfach für dich diese Herausforderungen. Also ganz ehrlich, ja, das wäre nicht mehr real, wenn wir jetzt sagen würden, es gibt gar keine Herausforderungen mehr die nächste Zeit. Natürlich wirst du auch noch die ein oder andere Herausforderung haben, du wirst aber so weit gewachsen sein, dass du mit diesen Herausforderungen wirklich gut umgehen kannst. Ja? Gut, was haben wir noch? Wir haben hier den Zitrin. Unnötige Sorgen. Lassen Sie die Sorgen los, die Sie bedrücken und überlassen Sie sie Gott, der sich um eine Lösung kümmern wird. Du kannst in irgendeiner Angelegenheit hast du Gedankenkarussell ohne Ende. Ja, du kannst diese Sorgen, du findest keinen Frieden. Ja, und das wird jetzt zu Ende gehen, weil das Universum sagt hier auch ganz klar, auch das Universum beobachtet dich und sagt hier auch ganz klar,
Also fange an, auch Verantwortung für dich zu übernehmen, dass du jetzt hier eine Veränderung einläutest. Sonst könnte es wirklich sein, und ich möchte euch da um Gottes Willen keine Angst machen, aber es kann natürlich sein, dass du körperliche Symptome dazu bekommst, dass du irgendwie krank wirst. Ja, also wir wissen, und das ist auch studienmäßig erforscht, ja, dass gerade emotionaler Stress, Heartbroken-Syndrom, ja, wirklich krank macht. Ja, und hier ist sozusagen jetzt für dich auch, dass das rausgehen darf, ja, diese krankmachenden Energie, dieses dauerhafte Sorgen machen. Vielleicht bist du auch jemand, der sich sehr, sehr schnell Sorgen macht, wenn das nicht alles gleich so läuft, wie du das willst, ja, vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, kann ja auch möglich sein, ne? Aber ich kann dir sagen, diese Sorgen werden rausgehen, ja, diese unnötigen Sorgen auch, die du hast, werden rausgehen. Und du wirst hier wieder mehr Leichtigkeit haben. Ich wiederhole mich, ich weiß. So, hier haben wir lebe deinen Traum. Beginne wieder zu träumen und mache deine Träume wahr. Du hast überhaupt nicht mehr geträumt. Du hast vielleicht nur noch Albträume gehabt. Du hast hier vielleicht auch wirklich dich zurückgezogen. Ja, wolltest, wie gesagt, dir nicht helfen lassen. Hast deinen Traum eigentlich auch nicht gelebt oder du weißt auch gar nicht, was so wirklich dein Traum ist. Und darüber darfst du dir Gedanken machen. Wir sehen hier die Sonne, die hier rauskommt für dich, ja. Und auch da ist wieder sehr viel Dunkelheit um dich herum. Und ich glaube, dass du jetzt einfach durch dieses Reading hier bestärkt wirst, nochmal eine Schippe draufzulegen, in eine positive Richtung zu gehen und zu wissen, dieses Heftige hier wird jetzt gehen, ja. Aber es hatte was mit deinem Reifeprozess zu tun. Jo, die Balance, also das Prinzip des Yin und Yang, also ich habe hier wirklich ein Ungleichgewicht quasi, ja. Ein Ungleichgewicht war hier nicht gegeben, zeigt ja auch diese Karte an. Mit dem Kreuz waren das schon richtige heftige Dinge. Ich kann ja auch nicht ausschließen, dass hier jemand einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat und hier ziemlich ins Strudeln gekommen ist, ja. Und dieses Ungleichgewicht wird jetzt wieder ins Gleichgewicht gebracht. Dann haben wir Schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben. Die Zahl 10. 10 kann auch noch für dich wichtig sein. Auch der Monat 10 kann für dich wichtig sein. Es geht darum, dass du das zu schätzen weißt, was du bist, wer du bist und auch was du hast. Ja, das ist das, was ich hier reinbekomme. Und auch das einzufordern, Respekt einzufordern und Wertschätzung von deinem Gegenüber. Das darf man hier jetzt auch tun, ja. Und ich glaube, für einige war es so, dass du hier nicht besonders geschätzt wurdest. Ja, es wurde alles sehr als selbstverständlich gehalten. Und auch damit ist jetzt Schluss. Tatsächlich. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ich glaube tatsächlich, dass ihr hier, wenn ihr hier mit in Resonanz geht, wirklich immer aus dem Herzen gehandelt habt. Ihr habt immer das Gute gesehen. Ihr habt immer vielleicht sogar viel zu viel getan. Ja? Viel zu viel geopfert, viel zu viel getan und immer wieder Arschtritte kassiert. Ja? Und das sollte dir was aufzeigen, nämlich wo ist dein Selbstwert? Ja, das ist hier wirklich ein Riesenthema in diesem Reading. Und ich glaube, dass viele, wie gesagt, jetzt Herz und Verstand in Einklang bringen, ja, und damit dann auch wirklich zielstrebig neue Träume entwickeln, neue Ziele entwickeln und neue Wege einschlagen werden. So, dann haben wir hier das Nabelchakra, Solarplexus-Chakra. Essen, Trinken und Co. Nimm vorwiegend stoffwechselförderndes Gemüse wie Kohlsorten, Linsen, Kichererbsen und Bohnen zu dir. Auch Chicorée und Fenchel tun wohl. Wenn du orangefarbenes Obst wie Orangen oder Mandarinen isst, unterstützt du das Nabelchakra sanft. Gönne dir Kräutertees und wenn du magst, gib ihnen mit Ingwer oder Pfeffer den richtigen Pfiff. Nutze wärmende Gewürze wie Ingwer, Chili, Nelken. Black Pepper ist mehr als ein Gewürz. Er unterstützt bei emotionaler Demaskierung und fördert mutiges Handeln sowie Motivation. Als Öl auf die Fußsohlen aufgetragen. Besonders hilfreich wärmende Eintöpfe.
Für dich ist es jetzt auch ganz, ganz wichtig, was du zu dir nimmst, deine Ernährung. Ja, auch da hast du vielleicht in der letzten Zeit wirklich nicht gut auf dich geachtet. Vielleicht hast du viel zu wenig gegessen, vielleicht hast du viel zu viel gegessen, vielleicht hast du aus Kummer wirklich, bist du in so Fressflashs gefallen, ja. Oder du hast das Essen komplett verweigert durch diesen starken Kummer, auch nicht gesund. Dann kann es sein, dass einige von euch tatsächlich mit Alkohol, Betäubungsmitteln, Ähnlichen versucht haben, quasi das zu unterdrücken, zu betäuben. Ja, auch das wird jetzt rausgehen. Also du wirst jetzt wieder mehr auf deine Gesundheit achten. Du bist zumindest hier auch aufgefordert. Denk immer daran, es ist ganz, ganz wichtig, was du selber zu dir nimmst, was du dir selbst tust, deine Seelennahrung auch. Ne? Was guckst du dir im Internet an? Was guckst du dir permanent für Filme oder sowas an? Schau mal, da kannst du auch für dich manchmal Botschaften drinne erkennen. Ja? Und vielleicht hast du auch mit dem Solarplexus-Chakra in der Vergangenheit gearbeitet. Ja? Da kann ich auch sagen, hier ist eine Blockade am Auflösen oder sie ist schon aufgelöst. Und du kannst aber trotzdem weiter mit diesem Chakra arbeiten. Ne? Und es ist auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass du darauf achtest, was du zu dir nimmst. Ganz, ganz wichtig. Okay, dann haben wir schon mal jetzt die Position, was hier rausgeht. Das hört sich schon mal ganz gut an. Ja, das ist so dieses ganz unbeständige Hin- und Hergeeiere, Unreife und das, was immer wieder für Traurigkeit und Kummer sorgt, das geht jetzt zu Ende. So, was kommt denn hier rein? Die Hauptenergie, bitte. Hier haben wir zwei bekommen. Wir haben das Ass der Münzen und den König der Schwerter. So, Ass der Münzen und König der Schwerter ist hier wirklich eine riesengroße Chance, etwas in die Stabilität zu bringen. Tatsächlich kann es sein, dass du einen König der Schwerter kennenlernst, Zwillinge, Waage, Wassermann wäre das, und dieser Mensch wird dich unterstützen. Dieser Mensch kann auch ein Ex-Partner sein, der hier wiederkommt, der eine neue Chance will, der gereift ist. Ja, das wird hier für eine kleinere Reisegruppe wichtig sein. Für einige habe ich hier über den Beruf, kannst du hier einen neuen Menschen kennenlernen. Dieser Mensch könnte dich optisch total faszinieren. Also ich habe hier einen sehr gut aussehenden Menschen drin. Ich habe hier jemanden drin, der unabhängig ist, der frei ist, ja, keinen vergebenen Menschen. Ich habe hier jemanden, der für sich einsteht. Er könnte manchmal ein bisschen unterkühlt wirken, hat aber doch einen großen Sinn für Familie und auch für Stabilität und sichere Beziehungen, ja. Also das hat er hier schon, den du hier kennenlernen wirst. Ansonsten kann es ein neuer Chef sein, der dich im Leben fördert, unterstützt, was jetzt reinkommt. Oder deine Situation klärt sich, Element Luft, das Schwert der Klärung, ja, hat man hier in der Hand, nämlich auch das kann deine Energie sein. Aber du wirst sehen, hier kommt die Stabilität zurück, hier kommen Chancen zurück, ja, die dir wieder ganz, ganz viel Positivität zurückgeben. Auch Veränderungen, Wandel kriege ich hier rein, ja. Wandel von deinem negativen Denken ins positive Denken. Es ist hier wirklich eine mega schöne Energie auf dieser Position, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr erleichtert, dass die jetzt gekommen ist. Und für einige ist es so, dass dieser Page der Stäbe wirklich gereift ist zum König der Schwerter. Ja? Page der Stäbe wäre noch Löwe, Widder oder Schütze. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. Deswegen sage ich es nochmal. Wir machen die Sternzeichen aber zum Schluss nochmal. Auf jeden Fall ist es so, hier kommen auch klärende Gespräche rein. Hier wirst du auch vielleicht finanziell etwas verändern. Du bekommst hier finanzielle Zuschüsse, die sich hier durch einen Anwalt zum Beispiel durchsetzen können. Es kann nämlich auch sein, dass du hier einen falschen Anwalt hattest, jemand, der dich falsch beraten hatte, ja, auf der Position eben, was hier zu Ende geht. Und jetzt kommt die richtige Person, ja. Oder wie gesagt, dieser Page der Stäbe ist gereift und hier kommt jemand aus der Vergangenheit wieder und bittet dich um eine neue Chance. Geht aber nicht darum, dass er dann wieder in den Rückzug marschiert oder dass er wieder Spielchen spielt, sondern es geht hier um jemanden, der es wirklich ernst meint. Ja, hier geht es auch um jemanden, der zwar ein bisschen Zeit braucht, gerade wenn du ihn neu kennenlernst, dann braucht dieser Mensch ein bisschen Zeit, um sich auf eine Person einzulassen, aber das hat Hand und Fuß und die Entscheidung, die er fällt, die dazu steht er, ja, mit allem, was er hat. So habe ich diesen Menschen hier. Es könnte sein, dass dieser Mensch tatsächlich dunkles Haar hat. Für einige hat er einen Vollbart, für den einen oder anderen hat er das nicht.
Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Auch wenn du auf eine Frau schaust, dann hat sie, ich kriege hier dunkle Haare tatsächlich rein. Eine normale bis stabile Figur habe ich hier drin. Jemand, der auch sehr, sehr viel Wert auf Ehrlichkeit legt, mit dem du gute Gespräche führen kannst, lange Gespräche führen kannst. Es könnte auch sein, dass es ein Mensch ist, der sehr, sehr gut finanziell dasteht, der dich auch finanziell unterstützt, jemand, der gibt, ja, also ich habe hier eine gebende Person. Und manchmal wird der König der Schwerter ja wirklich durch die Scheiße gezogen, muss man sagen, so bei anderen Kartenlegern habe ich das auch schon öfter mal gehört, ja, König der Schwerter, um Gottes Willen, ganz ehrlich, das ist so ein Quatsch, ja. Also man kann nicht alle über einen Haufen scheren und ich glaube, dass die Kartenlegerin eben mit einem König der Schwerter gerade irgendwie in einem, ja, Disput war, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall haben wir hier wirklich einen sehr, sehr liebevollen König der Schwerter und auch jemanden, der es ernst meint. Ja? So, gut. Was kriegen wir hier noch? Wir haben hier die Dame, das bist du, die Roten und den Schlüssel. Für die einen oder anderen kann es so sein, dass es hier wirklich um klärende Gespräche geht, wenn es hier ein Ex-Partner zum Beispiel ist oder ein Partner, mit dem du immer wieder Konflikte auch hattest, die werden jetzt rausgehen, die wird man lösen. Ja, es kann aber auch sein, dass deine Situation sich generell klärt. Du hast hier noch den einen oder anderen Konflikt, was die Stabilität vielleicht auch so ein bisschen anbetrifft. Du findest hier aber definitiv eine Lösung. Du bist lösungsorientiert, ja. Das habe ich hier auch für dich drin. Gleichzeitig hast du hier definitiv auch Menschen oder bekommst hier Menschen an die Seite gestellt, die dich unterstützen können, die dich beraten können. Und das kann hier auch ein Experte sein, ja? Ich glaube auch, falls du hier wirklich einen ganz krassen Streit hattest mit jemandem, dass man diesen quasi klären kann, dass man sich einigen kann, dass man hier eine Versöhnung auch anstrebt. Ja? Hier ist auch der Schlüssel mit den Sternen. Für mich ist es auch so ein bisschen so, dass du jetzt tatsächlich auch eine neue Chance, vielleicht schon, spürst du das schon, bezüglich deiner Intuition bekommst. Neue Fähigkeiten, neue Sinne, die sich ausprägen. Ja? Das habe ich hier auch. Für eine ganz, ganz kleine Reisegruppe kann es sein, dass du hier ein finanzielles Thema, wo du ein paar Konflikte hast, wo du nach Lösungen suchst, du wirst eine Lösung finden. Es kann auch sein tatsächlich, dass du etwas nicht aussprechen möchtest, ja, und jetzt fängst du an, aber dich zu trauen, ja, auch vielleicht bei einem Gegenüber, wo sehr unreif war, ne? Und du verlässt hier sozusagen deine Komfortzone, weil du hier auch weiterkommen möchtest. Du hast keinen Bock mehr auf Rumgeeierei und auf Hickhack, ne? Sondern du möchtest ja einfach deinen Frieden. Auch der Erfolg scheint dir hier sicher zu sein, falls du an irgendwelchen Projekten gerade arbeitest, die wirklich so ein bisschen geklemmt haben, kann ich dir sagen, warte noch ein bisschen, hab Geduld. Ja, also Geduld ist immer so eine Sache, aber hier bist du aufgefordert, wieder die Geduld zu haben und du wirst erfolgreich sein. Und Konflikte, die auf deinem Wege liegen, die wirst du meistern können. Ja, das darf ich dir hier auch sagen. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir wieder die Hauptperson, die Dame, zeigt sich hier sehr, sehr krass und das von zwei verschiedenen Decks. Also ich habe hier, es geht hier auch um eine neue Beziehung, die hier auf dich zukommt. Ja, falls du jetzt mir ein Single zuschaust und du hast niemanden und du bist deswegen traurig, möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, hier hast du die Chance, wirklich einen neuen Menschen kennenzulernen. Deine Gedanken könnten hier schon so ein bisschen sein, ja, lass dich davon bitte nicht verunsichern, auch wenn er so ein bisschen unterkühlt oder so ist, ja, das ist beim König der Schwerter manchmal wirklich so, wo man denkt, boah, echt jetzt, also der König der Schwerter kann echt stumpf sein, ne, das muss man einfach so sagen, ja, aber auch das Thema Selbstliebe ist natürlich hier angezeigt, denn wenn du dich hier zweimal, und das ist mir jetzt auch egal, ob du als Mann zuschaust, ne, oder was auch immer für ein Geschlecht, ja, das bist du hier als mein Zuschauer und du legst dich hier doppelt ins Bild. Das heißt, hier geht es auch wirklich um diesen Selbstliebeprozess, ja. So, wir haben hier die Erwartungen, du hast hier eine gewisse Erwartung, du hast hier vielleicht auch ein paar Ängste, ja, auch Zukunftsängste können das sein, gerade wenn es ein neuer Mensch ist. Es bedarf hier noch Arbeit und Mühe, ja. Und ich glaube, dass das Ganze hier, bis du wirklich erfolgreich
ein Thema abgeschlossen. Ich glaube jetzt so Frühling bis Herbst, das wird eine ganz, ganz wichtige Phase in deinem Leben, wo du viele Erfolgsmomente haben wirst durch harte Arbeit. Ja, auch der Arbeitswechsel, wo du vielleicht auch mobbende Menschen hinter dir lassen kannst, ja, oder Menschen, die dir einfach nicht gut getan haben, auch familiärer Kreis, ja, Familie kann man sich manchmal nicht aussuchen, oder man versöhnt sich halt, man findet Lösungen, ja. Das Ganze bedarf wirklich Arbeit, das möchte ich nicht ausschließen, ja, aber ich glaube schon so, du hast hier eher negative Erwartungen, das kommt überhaupt nicht so. Hier zeigt sich extrem viel Positivität durch deinen Fleiß, ja, auch durch diesen Prozess, durch den du gegangen bist. Das ist krass. Ja, aber es ist eine mega schöne Energie, ihr Lieben, echt. So, was kriegen wir denn hier noch? Hier haben wir die Zahl 40, vielleicht bist du 40 Jahre alt oder vielleicht hast du auch, ja, die Zahl 4 steht für die harte Arbeit unter anderem. Vielleicht hast du es ja aber auch mit, was wollte ich jetzt sagen, damit zu tun, dass du die 4 in deinem Geburtstag hast, so. Oder mit jemandem zu tun, der 40 Jahre alt ist, ne? Oder 1940 geboren oder so. Wir haben hier erfüllter Geist und das Gruppendenken. Also ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass du wirklich in die, also du sollst hier wirklich Visionen aufbauen. Was wünschst du dir? Wir haben das ja auch, lebe deine Träume. Das hast du bisher nicht getan. Ja, und versuche hier wirklich in den erfüllten Geist zu kommen. Es ist ganz, ganz wichtig für dich. Auch ist es so, dass du hier dich nicht unbedingt, wir haben das Gruppendenken, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hast du immer für andere gedacht und weniger an dich gedacht, ja, und das darf jetzt sich auch verändern und das soll sich auch verändern und du musst dich dabei nicht schlecht fühlen, das darf ich dir hier auch sagen. Für einige kann es auch sein, dass du hier tatsächlich in eine Arbeit kommst, womit du nicht gerechnet hast, wo du in einer Gruppe arbeitest, ja, oder mit mehreren Menschen zusammenarbeitest und ihr bildet einfach ein geniales Team, ja, und du denkst dir, oh, ob das gut geht, ja, oder dieser Umzug oder wo auch immer du hin möchtest oder mit diesen Menschen, ne, vielleicht sagen dir auch andere Menschen, oh, der ist aber ein bisschen merkwürdig unterwegs, ja. Also bilde dir immer dein eigenes Urteil, ja, und erfülle deinen Geist. Das ist das, was das Universum hier sagt, ne? Höre nicht zu sehr, was andere denken, höre auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, nimm aber Herz und Verstand auch mit, ne? Also zusammen. Gut, was haben wir noch? Hier haben wir die Zahl 43, also wieder, also die 4, es kann auch sein, dass du eine Lebenszahl 4 bist, das kommt mir auch rein. Wir haben hier die 43 noch oder die 34, die Liebe zählt und genau das wird jetzt wichtig. Also ich glaube auch, dass du, wie gesagt, Erfüllung finden wirst in Liebesangelegenheit, in der Liebe. Du wirst jetzt den richtigen Partner finden oder du kommst jetzt mit diesem Menschen zusammen, der für dich vorgesehen ist, ja. Also das habe ich eben auch und ich weiß nicht, also irgendwie habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass diese Dürrezeit, dieses Ungesunde jetzt einfach wirklich rausgeht, weil du hier auch vielleicht Frieden finden kannst mit einer Person, die dir wirklich blöd gekommen ist in der Vergangenheit, ja. Also das kann auch sein und dass du sagst, es zählt nur die Liebe. Licht ist Liebe und Licht ist stärker als Schatten und darauf wirst du dich konzentrieren und fokussieren. Ja, das ist das, was die Karten hier sagen. Gleichzeitig wirst du auch ins Empfangen gehen, ja. Also ich habe das Gefühl, du wirst etwas empfangen, so wie sie hier diesen Vogel aufnimmt auf die Hand. Hier geht es um das Empfangen, ja. Gut, was haben wir hier noch? Ach ja, die unerwiderte Liebe. Jo, also die unerwiderte Liebe, da muss ich jetzt kurz wirklich mal reingehen, was das Universum mir hier sagen möchte. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung also aufrechtzuerhalten. Ich habe eine Botschaft bekommen vom Universum, das ist die Route. Das ist die Route, sagt das Universum, das ist der Konflikt, den du hast.
Du hast ja immer wieder Angst, dass deine Liebe nicht erwidert wird, dass du ungewöhnlich, also Ablehnung, Thema Verlustangst, ja, damit hast du noch Konflikte und das kann auch sein, dass es hier nochmal getriggert wird, ja. Für eine ganz, ganz kleine Reisegruppe habe ich das Gefühl, dass du jetzt eine unerwiderte Liebe wirklich hinter dir lässt und jetzt die richtige Liebe somit Platz hat, ja, und dir auch geschickt werden kann vom Universum. Das ist damit gemeint. Dankeschön, liebes Universum. Da, und da haben wir es. Die segensreiche Fülle, die wartet auf dich. Hier, gesundes Obst, ja, das hatten wir vorhin auch. Achte darauf, was du zu dir nimmst. Höre gute Musik, die dich fröhlich macht. Nicht traurige Lieder, nicht permanent melancholische Lieder und so. Ne? Natürlich, auch wenn dir danach ist, lass das raus. Ja, alles, was raus kann, kann auch wieder gehen. Ne? Oder auch wenn man Angst hat, dann kann man diese Angst akzeptieren, annehmen und dann geht man wieder, ne? Dann geht die Angst wieder. Ihr wisst, was ich meine. Also hier wartet eine segensreiche Fülle auf dich, das muss ich ganz klar sagen und das habe ich hier auch in mehreren Bereichen und vor allen Dingen auch beruflich wird sich hier sehr, sehr viel für dich verändern, ja. Also das habe ich auch und es übertrifft sogar deine Erwartung, kriege ich jetzt auch noch rein. Du denkst vielleicht, du wirst nicht angenommen, das wird nicht geschätzt, was du tust. Bullshit. Ja, du kommst jetzt dahin, wo du geschätzt wirst. Du lernst jetzt diesen Menschen kennen oder dieser Mensch kommt wieder und hat gelernt, dich wertzuschätzen, weil er weiß, was er verloren hat. Ja, diese Möglichkeiten sind hier. Auf jeden Fall liegt es auch ein bisschen an dir. Ne? Also es geht hier schon auch darum, sich realistische Ziele und Projekte zu setzen. Ja, das ist auch immer wichtig. Also nicht so... ich möchte nächstes Jahr Millionär werden, ja, also, oder Milliardär, es, ja, wird schwierig halt, ne, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit einfach meine, ne, dass du hier wirklich auch nicht zu hohe Erwartungen an dich selbst hast, denn das bringt auch wieder innerliche Konflikte, ja, und das fühlt sich dann vielleicht auch blöd an. Deswegen setze deine Erwartungen ein bisschen niedriger und schaue, was deine Arbeit und deine Mühen, was sie dir bringen. Und sie werden dir hier einen vollen Korb bringen, die segensreiche Fülle. Also es ist ein geiles Orakel, ihr Lieben, muss ich echt sagen. Hier haben wir die Kröte. Jo, viele Frösche musstest du küssen, bis du jetzt den richtigen küsst, der zum Prinzen wird. Und ich habe hier die Offenbarung für dich. Eine Prüfung wartet am Wegesrand auf dich. Verhalte dich umsichtig und weise und achte auf die kleinen Dinge im Leben. Also ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass du hier tatsächlich für dich eine Offenbarung bekommst, dass jemand sich dir offenbart eventuell, vielleicht aber auch tatsächlich, dass du hier... quasi etwas offenbarst, dass dir sich etwas offenbart in einer Situation, Klarheit, ja, die da reinkommt, nicht mehr dieses Undurchsichtige. Und es geht hier auch darum, natürlich, wir werden immer geprüft, ne? Es warten immer wieder neue Prüfungen, das Leben bringt immer wieder neue Prüfungen. Wisse, du hast hier den Schlüssel an deiner Seite, ja. Und hier ist diese Prüfung auch eine Prüfung, die dich Mut abverlangt, gleichzeitig bringt sie dir den Segen. Ja, also das ist eine Prüfung, die dich wirklich nach vorne bringt und das immens. Wow. Öffne dein Herz. Ja, öffne dein Herz für deinen Prinzen sozusagen. Wie gesagt, für einige ist es so, dass hier jemand in der Pipeline hängt, ja, und zu dir geschickt werden soll. Das ist hier dieser König der Schwerter. Es muss jetzt keiner sein mit dem Sternzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann. Es kann einfach sein, dass er sehr auch geheimnisvoll wirkt. Ja, also mir kommt tatsächlich noch ein Geheimnisvolles rein. Dann habe ich hier wirklich dieses Gefühl auch, er ist jemand, vielleicht hat er mit der Schulter Probleme. Es kommt noch als Impuls mit durch. Vielleicht ist es auch jemand, der dich gerne so küssen wird. Ja, so wie der Schwan hier an ihrem Hals. Und du kannst dich volles Brett hingeben. Auch sowas kriege ich hier rein als Impuls. Auf jeden Fall geht es darum, dein Herz zu öffnen, weit zu öffnen. Ne? Und das für die richtigen Menschen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Zahl 10, das ist auch Rat des Schicksals, das ist schicksalhaft. Dann haben wir Haselnuss. Ja, da
kommt, ich knacke die Nuss und komme zum Kern. Verbunden mit der Urquelle der Weisheit finde ich Antwort und Orientierung. Ich habe gesagt, du bekommst Klarheit, ne? Also du wirst ganz, ganz viel Klarheit bekommen. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass du, wie gesagt, du bist quasi diese Nuss. Du dringst an deinen eigenen Kern hervor. Du präsentierst dich anders. Du wirst auch anders sprechen, wahrscheinlich in der nächsten Zeit. Ja, ich habe hier wirklich irgendwie auch so, dass du dich sehr verändern wirst, auch in deiner Haltung gegenüber anderen Menschen. Ja, du bist fleißig. Du wirst hier auch Herausforderungen lösen können. Wie gesagt, und vielleicht hast du hier auch eine Nuss geknackt und das ist hier ein Gegenüber aus der Vergangenheit, ja, der einfach sehr, sehr unreif war, sich absolut unmöglich verhalten hat und einfach gerafft hat, dass das so im Leben nicht funktioniert. Ja. Vielleicht auch gespiegelt durch andere Personen. So, dann haben wir hier den Moldawit. Das ist die Einzigartigkeit. Du bist einzigartig. Ihre einzigartigen Fähigkeiten sind ein wichtiger Teil, um ihr Lebensziel zu erreichen. Es ist in Ordnung, anders zu sein und zu fühlen. Ja, vielleicht bist du auch immer wieder, zum Beispiel haben viele zu dir gesagt, Mensch, du bist aber irgendwie anders und warum machst du das denn so und so, ne? Gerade auch zum Beispiel, wenn du kein spirituelles Umfeld hast. Die Leute sehen dich als ein, ja, als einzigartig an, beziehungsweise auch eher ins Negative gepolt, ja. Das kenne ich tatsächlich oder kann ich euch aus meinen eigenen Erfahrungen sagen. Ich habe überhaupt kein spirituelles Umfeld, sehr, sehr wenige Menschen zumindest. Und ich werde immer als Spinner abgetan, ja. Aber es stört mich nicht mehr. Ich stehe dazu und das ist das, was du hier wissen darfst, ja. Du hast hier auch einzigartige Fähigkeiten. Vielleicht hast du hier auch heilerische Fähigkeiten, ja. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst. Ich habe auch das Gefühl, Herzheilung passiert. Dein Herz wird heilen, auch durch diesen Menschen, durch diese Situation, die sich klärt für dich, ja. So, dann haben wir hier noch die Liebe vermag alles. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Was habe ich gesagt? Also diesen Menschen, die Zahl 31 kann für dich wichtig sein oder die Zahl 13. Es könnte sein, dass du jemanden kennenlernst, der 31 ist oder der an einem 13. Geburtstag hat oder an einem 31. Oder du selber, wie gesagt, ja. Und hier ist es so, diese alten Wunden gehen jetzt in die Heilung. Das bedarf hier wirklich Arbeit und Mühe, ja, aber du schaffst das. Und hier kannst du wirklich auch sehr, sehr stolz auf dich sein, sagt das Universum. Wow, es ist wirklich ein wunderschönes Orakel, muss ich sagen. Also auch mit ganz, ganz viel liebevoller Energie, die da jetzt reinkommt, ja, mit weniger Kummer, Traurigkeit und Sorgen. Und endlich das, was du dir wünschst, Liebe, Unterstützung, Loyalität, ja. Das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Und das wird kommen. Wow. Ja, wir haben hier den Pinguin, beziehungsweise steht hier die Winterzeit drauf. Ich nehme es aber hier wirklich für den, als ein Pinguin war, ja. Es geht hier um die Treue, um die Kollegialität. Es geht darum, dass du jetzt ein neues Umfeld, ein neues berufliches Umfeld vielleicht bekommst oder auch einen neuen Menschen, einen alten Menschen, der endlich treu wird. Ja, hier ist das Geschenk für dich, die Treue, die Loyalität. Und das Gefühl, dass man dir wirklich gibt, wertvoll und wichtig zu sein, das wird mit diesen Pinguinen symbolisiert. Ja, natürlich kann es auch sein, dass es jetzt schon beginnt quasi. Wir haben ja momentan noch teilweise wirklich kalte Temperaturen. Ja, in einigen Teilen soll es tatsächlich nochmal so Schneegrieselzeugs geben. Ja, deswegen kann es auch sein, dass hier tatsächlich nochmal diese Winterzeit kommt. Es kann aber auch sein, dass du spätestens bis Herbst, Winter deine Früchte schon erntest, ja, oder sich da wirklich, ich meine, das ist eine lange Zeit jetzt, das sind noch einige Monate, ja, natürlich verändert sich da viel, aber ich habe hier einen größeren Erfolg für dich drin, ja. Im Moment hast du hier auch die kleine Auszeit oder beziehungsweise du bekommst jetzt Auszeit. Es kann sein, dass du zum Beispiel auch etwas beantragt hast im Winter, eine Reha, eine Kur, wie auch immer.
Das kann jetzt auch sein, dass das jetzt genehmigt wird, dass du im Herbst dann dorthin gehst, ja, quasi, oder bis Herbst das abgeschlossen hast. Auf jeden Fall zeigt hier auch das Universum tatsächlich, dass du hier mehr Ruhe bekommst, dass du hier wirklich mehr Zeit zum Ausatmen bekommst. Vielleicht arbeitest du auch weniger Stunden, hast aber gleiches Geld oder mehr Geld, steigst auf in eine Führungsposition, hast flexible Arbeitszeiten oder sowas, ja? Also das bekomme ich ja auch rein. Für einige ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du hier einen Urlaub dir mal gönnst, ja? Dass du vielleicht einfach, wenn du sagst, okay, finanziell ist das einfach nicht drin, weil, ihr Lieben, es ist wirklich nicht leicht in der heutigen Zeit, finanziell klarzukommen, ne? Das wissen wir, glaube ich, alle. Und es ist wirklich aber so, dass du hier dir auch quasi wirklich einen Tag einfach nimmst, wo du. Und wenn du nur im Wald spazieren gehst, bitte nicht alleine vielleicht, aber kannst du auch machen, aber pass gut auf dich auf, ja. Es laufen leider viele Idioten draußen rum, dass du einfach eine Auszeit für dich nimmst. Oder dass du fährst einfach einen Tag in die Therme oder du tust das, was dein Herz glücklich und fröhlich macht, ja. Hier geht es auch um eine Auszeit, die du bekommst. Vielleicht kündigst du zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel, du kündigst irgendwie im Sommer oder Herbst und du hast eine Auszeit bis zum Winter, ja. Auch das kann passieren, dass du da einfach Zeit hast, neue Energy zu tanken und richtig frisch durchzustarten. Auch das habe ich hier. Dann haben wir hier tatsächlich das Kehlkopfchakra. Möchtest du aus deinem Schneckenhaus herauskommen und tun und sagen, was du denkst und fühlst, dann öffne das fünfte Chakra, die Zentralstelle der Kommunikation und des Selbstausdruckes. Ich sage ja, du wirst hier vieles kommunizieren, du wirst auch nicht mehr alles so hinnehmen, ja. Und wir haben hier die Farbe hellblau für dich, das Element ist Äther, Sinn und Drüse ist Gehirnsinn und Schilddrüse. Vielleicht hast du auch mit dem Ohr oder mit der Schilddrüse Probleme. Da könntest du auch noch mal gucken, da gibt es auf jeden Fall auch Lösungsmöglichkeiten. Dann habe ich hier die Gefühlsblockaden, Unruhe, Gefühle nicht zuzulassen, das ist das Unterdrücken, ne? Das kann hier auch immer wieder mal eine Herausforderung für dich sein. Konflikte sind Kommunikationsprobleme. Was schluckst du runter? Was bildet sich vielleicht auch als Kloß in deinem Hals? Habe ich teilweise auch immer öfter mal gehabt. Da ist es wirklich wichtig, dass du mit dem Chakra arbeitest, ne? Und dann kann das weggehen. Dann haben wir Ängste, Verlustangst, Angst vor Konfrontation und Zurückweisung. Was habe ich vorhin gesagt? Genau, da ist es. Das sind die Ängste, schwaches Qi, Hemmungen, Schüchternheit, Sprachstörungen, Intoleranz. So, ich habe scheinbar auch ein schwaches Qi, weil ich habe permanent Sprachstörungen. Also kann ich hier auch nochmal arbeiten. Und starkes Qi ist hier klar im Empfinden, Ausdruck und Haltung und Selbstakzeptanz. Ja, ich finde, das passt hier zu diesem Stapel so immens geil. Also, es ist einfach ein mega geiles Orakel, was hier kommt. Und jetzt raste ich komplett aus. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Da sind die Sprachstörungen schon wieder. Ach, schön. Also, hab hier wirklich Vertrauen, du wirst hier extrem erfolgreich. Es bedarf Arbeit, ja? Ist so, aber von nichts kommt eben nichts, ja? Aber du kriegst hier eine mega geile Chance demnächst präsentiert, dass hier sich dein Leben auch in eine komplett andere Richtung entwickelt. Wahnsinn. Also ich bin völlig hin und weg. Wow. Schauen wir auf die Sternzeichen. Eins ist schon mal geflogen. Jo, hier haben wir Aquarius, der Wassermann. Dann haben wir hier den Krebs. Dann haben wir die Waage. Dann haben wir den Widder. Und dann haben wir die Fische. Hier haben wir noch die Schütze und im Unterdeck habe ich jetzt noch den Steinbock. Also ich habe ja schon ein paar Sternzeichen genannt, ne? Zwillinge, Waage, Wassermann ist hier dabei. Vielleicht hast du es auch mit so einer Person zu tun, ne? Oder dein Aszendent ist hier gefallen. Oder tatsächlich ist es so, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde, kann das hier trotzdem dein Reading sein. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ja? Also lasst euch bitte von den Sternzeichen nicht zu sehr verunsichern. Ich habe hier für einige tatsächlich das Gefühl, dass du es mit so einer Person eher zu tun bekommst, ja? Dass diese Person wichtig ist. So, machen wir noch die Zeitkarten.
Hier haben wir die Zahl 6, genieße die Zeit, 6 Tage, 6 Wochen. Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt spiegelt dich. Das ist eine ganz klare Botschaft vom Universum immer für mich. Tatsächlich, dass es keine Zeitangabe gibt. Ja, also das sind jetzt einfach nur Zahlenbotschaften und keine Zeitangaben. Ich habe ja gesagt, ich glaube, der Herbst und bis Winter wird schon sehr, sehr wichtig. Kann jetzt auch noch sein für einige, ja. Aber tatsächlich habe ich ja auch das Gefühl, dass du bis Herbst spätestens schon merkst, dass du diesen Prozess jetzt drinne bist, ja. So, was kriegen wir hier noch? Oh, 3. Hier haben wir noch den Stier, die Zahl 2, 26, 32 und die 93, 39, 29. Und die 96, 69, 63, 62. Genau, die Zahlen könnt ihr variieren. Und hier haben wir noch die 5, 55. Vielleicht hast du auch, mir kommt tatsächlich die 532, kommt mir als Postleitzahl durch. Und die 532 könnte auch in deiner Telefonnummer die letzten Ziffern sein, ja. 66, 55 kann auch sein, dass du diese Zahlen sehr häufig siehst oder 33 oder 22, ja. Wie gesagt, hier geht es um die Vollendung, hier geht etwas zu Ende, das haben wir gerade gehabt. Und es wird bald klappen und du entscheidest selber, hier kommt eine neue Struktur rein, definitiv. So, und du darfst hier deine Zeit wirklich genießen, ja. Wow, das waren jetzt auch nochmal schöne Botschaften, wie gesagt, keine Zeitangabe, ja, Universum lässt das offen, das muss man oder darf man so annehmen und akzeptieren, aber wir haben ja hier noch unsere Zahlenbotschaften, ne. So, schauen wir noch in unserem Beutel, was wir hier kriegen. Wir haben das M, wir haben das J, wir haben das M, wir haben das I und das Q. Es kann auch sein, dass du einen höheren IQ hast als andere oder dass du eine sehr intelligente Person kennenlernst. Ja, es kommt mir auch rein. M, J und M, I und Q könnten in deinem Namen, in deinem Wohnort oder einem Ort, der für dich wichtig ist, eine Rolle spielen. Beziehungsweise kann es auch sein, dass du mit so einer Person zu tun hast. Ja, hier haben wir die große Engels, den großen Engelsflügel. Das heißt natürlich, dass das Universum dich hier beschützt, ja, dass du hier einen gewissen Schutz hast. Auch die Engel kannst du immer um Hilfe und um Unterstützung bitten. So. Dann haben wir hier einen Weihnachtsmann. Hier kommt ein Geschenk auf dich zu. Vielleicht ist es, wie gesagt, auch jemand, der wirklich einen Vollbart irgendwie hat. Das kann hier auch für den einen oder anderen wirklich wichtig sein. Oder beziehungsweise du sagst immer wieder, ja, im Leben glaube ich nicht, dass das für mich ist. Ja, ich glaube auch nicht mehr an Weihnachtsmann. Auch so ein Spruch kommt mir tatsächlich durch. Doch, glaub hier an den Erfolg tatsächlich. So, dann haben wir hier das kleine Schloss. Es geht um Stabilität, um Sicherheit, um neue Projekte, um neue Ziele. Hier haben wir nochmal die Engelsflügel, die dich hier begleiten. Das Steuerrad, ja, du hast das Steuerrad deines Lebens selber in der Hand. In welche Richtung möchtest du? Hab Vertrauen, es wird Erfolg geben. Und du sollst hier auch auf jeden Fall auf dein Herz hören. Für einige kann es auch tatsächlich sein, falls du hier mit dem Herzen irgendwie Probleme hattest, natürlich immer dann bitte zum Doktor gehen, ja. Das ersetzt niemals einen Arzt, aber ich habe hier auch tatsächlich eine Verbesserung bis zum Winter. Vielleicht steht auch dieses Jahr, du weißt es, eine größere Herzoperation an. Ich habe das Gefühl, du bist hier beschützt, ja. Und es bringt dir wieder neue Kraft. Also, das aber wirklich nur am Rande, ihr Lieben. Ne? Ihr wisst, Gesundheit ist immer so eine Sache. Aber ich krieg's gerade durch. Ja, damit belasse ich es auch. Es war eine super, super schöne Legung. Und ich hoffe, dass hier wirklich ganz, ganz viele mit in Resonanz gehen. Ich habe hier wirklich irgendwie auch das Gefühl, dass hier irgendwas für jeden mit drin ist. Ja, aber wie gesagt, ihr werdet das spüren, wenn ihr irgendwo mit in Resonanz geht, denn dann merkt ihr das einfach. Ne? Dieses Reading macht etwas mit euch und da spürst du dann auch, dass du eine Resonanz hast. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.